Rund um die Weihnachtszeit gibt's in unseren Breiten einige Traditionen. Die betreffen aber nicht nur das Kulinarische, sondern auch viele weitere Bereiche des Lebens. Einer davon ist zum Beispiel das Räuchern, das ja vor allem in der Weihnachtszeit sich großer Beliebtheit erfreut. Doch wie räuchert man richtig? Wir haben das herausgefunden, weil wir bei einem Workshop in der Lebenskreisapotheke in Zeltweg zu diesem Thema vor Ort waren. Die Lebenskreisapotheke in Zeltweg ist nicht nur eine Apotheke im herkömmlichen Sinne, sondern eine Apotheke mit Mitarbeiterinnen, die ihre Passion leben und mit viel Engagement ihre Kunden bedienen und beraten. Julia Holl ist die Beraterin in Sachen Räuchern, deshalb auch der kostenlose Workshop Räuchern von und mit Julia. Räuchern ist nicht neu, dies gibt es schon seit vielen tausend Jahren, jedoch erfährt dies in der jetzigen Zeit eine Renaissance. Warum räuchern wir? Darauf gibt es viele Antworten. In erster Linie sind es die vielen kirchlichen Feste oder die Rauhnächte oder eben einfach, um sich wohl zu fühlen. Die wichtigsten Pflanzen und Harze zum Räuchern sind zum Beispiel weißer Salbei, Drachenblut, Teufelsdreck, Fichten- oder Zirbenharz sowie diverse Blüten von Kamille, Lavendel, Ringelblume bis hin zu den Rosenblättern. Alle Zutaten und Räucherutensilien erhält man in der Lebenskreisapotheke, von Pfanne und Stöffchen bis hin zu Räucherkohle und natürlich hochwertige Weihrauche aus dem Oman. Zum Räuchern sollte man sich Zeit nehmen, ein bisschen experimentieren und mit Herz und Seele dabei sein. Tipps dazu gibt Ihnen Julia in ihrer Lebenskreisapotheke.